Große Sorge um die Queen. Steht es etwas schlecht um die Gesundheit der britischen Monarchin? Eigentlich soll die 95-Jährige körperlich in einer guten Verfassung sein. In den vergangenen Wochen häufen sich allerdings die Indizien, dass es ihr zurzeit offenbar nicht ganz so blendend geht. Bei einem Gottesdienst in der Westminster Abbey stützt sie sich immer wieder auf einen Gehstock, zum ersten Mal seit 17 Jahren. 2004 gibt es allerdings auch einen offensichtlichen medizinischen Grund dafür. Die gebürtige Londonerin erholt sich damals von einer Knie-OP. Neben dem Griff zur Gehhilfe ist bei dem aktuellen Termin aber auch etwas anderes auffällig. Die Queen wählt einen anderen Eingang zur Veranstaltung, damit der Weg zu ihrem Sitzplatz kürzer ist. Nur wenige Tage später wird bekannt, dass sie auf Anraten ihres Arztes auch keinen Alkohol mehr trinkt. Zwei Insider verraten: Der Königin wurde gesagt, sie solle ihren abendlichen Cocktail weglassen. Es ist keine große Sache für sie, sie ist keine große Trinkerin, aber es scheint ein wenig unfair, dass sie in diesem Stadium ihres Lebens auf eines ihrer wenigen Vergnügen verzichten muss. Es heißt jedoch auch, dass der Doktor nur sicherstellen möchte, dass die vierfache Mutter so fit und gesund wie möglich bleibt. Doch nur wenige Tage später scheint sich ihre körperliche Verfassung zu verschlechtern. Ihr Arzt empfiehlt ihr, eine geplante Reise nach Nordirland zu verschieben. Diesen Rat befolgt die Queen auch, allerdings nur widerwillig. Die Royal Lady dürfte sich zuvor schließlich ziemlich auf den Trip freuen. Immerhin ist sie zuletzt 2016 mit ihrem im April verstorbenen Mann Prinz Philip in der Region. Ein erneuter Besuch könnte vielleicht schöne Erinnerungen hervorrufen. Anfang des Monats betont die Queen bei einem Event, wie viel ihr die gemeinsamen Momente mit ihrem langjährigen Weggefährten auf Reisen bedeuten. Über ihre Augenblicke in Schottland erzählt sie zum Beispiel: Ich habe schon früher über meine tiefe und beständige Zuneigung zu diesem wunderbaren Land gesprochen und über die vielen glücklichen Erinnerungen, die Prinz Philip und ich immer während unserer Zeit hier hatten. Generell soll die achtfache Großmutter den Verlust ihres Liebsten relativ gut verkraften. Das ist zu Lebzeiten angeblich auch sein Wille. Ihr Biograf Phil Dampier vermutet, dass Philip ihr einst sagt, nach seinem Tod nicht in Trauer um ihn zu versinken. Sie solle viel lieber den Rest ihres Lebens genießen, meint Dampier. Genau wie er ist sie praktisch und pragmatisch veranlagt. Sie weiß, dass er sie darin unterstützen würde, viel unterwegs zu sein. Das fällt ihr wegen ihrer körperlichen Einschränkungen momentan aber nicht allzu leicht. Wenn sie sich jetzt etwas schont, geht es ihr aber vielleicht schon wieder etwas besser.